Ey Dudes, wie ihr es schon im Titel gesehen habt, ist der Trailer von Ceri, dem neuen AD-Carry, gerade rausgekommen. Den werden wir uns jetzt direkt mal anschauen. Der ist vor 60 Minuten rausgekommen. 16 Minuten rausgekommen. Bevor wir das machen, nehmt noch am Giveaway teil. Link in der Videobeschreibung. Geht, glaube ich, noch irgendwie 2, 3 Tage. Aber jetzt jumpen wir direkt in die Reaction rein. Oder halt ins Video. Machen wir mal an. Erstmal Vollbild und laut hier. Schauen wir uns mal an. Ich habe es leider noch nicht angeschaut. Was heißt leider? Kriegen wir besser mit. Was ich gehört habe, ist, es soll ein AD Carry sein, der nicht funktioniert wie irgendein anderer. Mal schauen, ob wir hier irgendwelche Spells raussehen können. Also setzt sich schon mal für die Schwachen ein. Finde ich gut, finde ich gut. Also sieht so aus, als würde sie eigentlich mit ihrer Hand schießen können, aber irgendwie funktioniert es gerade nicht. Keine Ahnung. Oh. Ah. Oh geil, wir sehen hier schon alle Abilities. Oder nicht alle, aber Gameplay finde ich geil. Okay, also was wir hier gerade gesehen haben. Ne, der erste Autotech, den ersten Autotech will ich sehen. Also irgendwie so ein Charged Autotech, entweder das war die Kuhfee oder irgendeine Fähigkeit oder war das so ein heftiger Autotech. Und der Rest ihrer Autotechs war irgendwie so AOE-mäßig, also ist durch die Gegner durch. Das sieht zumindest so aus. Und wir haben noch so einen kleinen Blitz gesehen. Was soll das sein? Ne, hier. Habt ihr gesehen? So ein kleiner Blitz. Und es sieht so aus, als würden die Autotechs durch die Gegner durchfliegen. Okay, also auf jeden Fall ein Dash, was irgendwie ein Schild gibt. Oder der Autotech gibt da ein Schild. Also auf jeden Fall ein Dash. Wait. Lass mich ganz kurz schauen. Okay, ich dachte gerade, die hatte irgendwie die Ult von Urgot gedodged, aber nee. Just a little closer. Oh boy, ich sehe sie jetzt schon im Jungle. Oh boy, ich sehe sie jetzt schon im Jungle. Geil. Jetzt haben wir auch hier diesen entweder eine Fähigkeit oder, ja, es muss eine Fähigkeit sein. Ähnlich wie so eine Jinx W. Aber ich will noch mal sehen, wie die da über die Wand da gejumpt ist. Das fand ich geil. Geil. Das finde ich geil. Aus den Trailern ist immer ein bisschen schwer rauszusehen, was jetzt wie viel Damage macht, weil die Gegner sterben sowieso immer nach 2, 3 Attacks. Change of plan. Let's make sure we go out with a boom. Was war das? Sorry, Blitzcrank Ult oder was? Go out with a boom. Ja. Hier sieht man aber sehr schwer, was es jetzt macht. Gibt es, also vermutlich gibt es hier irgendwie Bonus-Sets, aber gibt es den Mates noch Bonus-Stats oder macht es jetzt viel Damage oder sieht man irgendwie, finde ich, schlecht oder ich übersehe gerade was. Sieht interessant aus. I guess Mom was right. The bigger they are, the faster they fizzle. Irgendwas muss sie mit Energie und so Elektro zu tun haben. Seht ihr die? Die ganzen Lampen gehen auch aus, also ich bin gespannt. I... Not again. Okay. Ah, hier kommt noch was. Okay, also man hat ja schon die Information bekommen, es soll ein AD Carry sein.
Also ich bin übel gespannt. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, was ihre Fähigkeiten sein wird. Also ein Spell muss auf jeden Fall dieser Jinx-W-ähnliches Ding sein. Dann der Dash. Und mit dem Dash, wenn man den auflädt, kann man vielleicht auch über Wände. Vielleicht ist es das. Ihre Ult wird wahrscheinlich dieses Blitzcrank-artige sein. Also ich bin mal mehr gespannt. Am Freitagabend, also ich lade es jetzt noch direkt am Donnerstagabend hoch. Am Freitagabend soll dieser Champion auf dem PBE released werden. Ich werde auch versuchen, direkt ein Gameplay damit aufzunehmen. Direkt im Stream, also schaut gerne vorbei und helft mir da gerne, den Champion zu bekommen. Ist nicht immer so einfach. Dann würde ich sagen, nehmt am Giveaway teil und lasst mich gerne eure Meinung wissen zu Ceri oder Seri oder Seri oder wie auch immer man sie aussprechen soll. Bin auf jeden Fall gespannt und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Tschüss.